So Leute, heute geht's um Energieeffekte. Auf geht's! Eigentlich brauchst du nur drei Nodes für deine Energieeffekte. Eine Fast Noise, eine Displacement Node und ein Background für die Farbe. Na gut, du solltest vielleicht noch eine vierte Node hinzufügen für deinen Input, für die Basisform. Also ob du jetzt eine Mask Paint Node nimmst, ein Rectangle oder eine Ellipse zum Beispiel. Achso, übrigens kannst du dir ein Template runterladen, wo du dir das Ganze nochmal ein bisschen gesonderter angucken kannst bei dem, was ich jetzt hier gemacht habe. Naja, egal. Auf geht's in DaVinci Resolve und ich zeige euch, wie es funktioniert. Aha! Okay, wenn du jetzt deine Energieeffekte machen willst, dann brauchen wir dafür auf jeden Fall Fusion. Das ist der mittlere Zauberstab hier unten. Da gehen wir rein in den Clip, den wir bearbeiten wollen. Und ich möchte euch jetzt erstmal nur zeigen, wie der grundlegende Aufbau von so einem Energieeffekt ist, damit du den dann auch verstehst und für dich anwenden kannst. Zuallererst holen wir uns ein Merge. Mit Shift Space können wir uns die Suchbar rausholen und fügen hier das Merge ein. Okay, dem Energieeffekt müssen wir erstmal eine grobe Form geben. Folgende Nodes hast du dabei zur Auswahl. Eine Mask Paint Node, mit der du A malen kannst. Einfach Dinge malen. Oder wenn du hier oben drauf klickst, Splines ziehst, also Pfade ziehst, die du dann unter Stroke Controls animieren kannst. Als nächstes gibt es dann noch das Polygon Tool, was ähnlich wie das ist, was wir gerade eben gesehen haben. Wir können damit Freihandformen zeichnen. Und wenn du hier drüben unter Solid klickst, dann kannst du das Ganze natürlich auch nur als Pfad benutzen. Und wenn du dir das hier anguckst und du dir denkst, du hättest gerne gerade Linien, dann könntest du zum Beispiel das Rectangle nehmen und den Solid ebenfalls rausnehmen und die Border Width erhöhen. Und wenn du es kreisrund haben willst, nimmst du die Ellipse und kannst auch hier die Border Width erhöhen. Ich nehme für gewöhnlich Polygons, weil die automatisch Keyframing aktiviert haben, was du vielleicht aus meinem Laserschwert-Tutorial kennst. Also ich klicke jetzt quasi auf meinen Viewer und ziehe eine Polygon-Line von links nach rechts, klicke dann Shift-M, weil ich möchte in meinem Fall nur eine Linie haben mit einer erhöhten Border Width und einer leichten Soft Edge. Und dann verschiebe ich die Eckpunkte immer dahin, wo ich sie haben will, gehe mal ein paar Frames vor, verschiebe sie und mache das, bis ich fertig bin. Und wenn dein Energieeffekt aufhören soll, kannst du hier oben das Level Keyframe, indem du auf die Raute klickst, ein Frame nach vorn gehst oder zwei und dann das Level nach unten ziehen und dadurch verschwindet das Ganze. Jetzt haben wir unserem Energieeffekt erstmal eine grundlegende Struktur gegeben. Jetzt wird es wichtig, die Farbe von dem Ganzen zu bestimmen. Dazu schiebe ich mir die Polyline mal ein bisschen nach oben und suche mir aus meiner Toolbox einen Background und gehe von dem Polygon in den blauen Pfeil vom Background rein. Dieser wird auch Maskeninput genannt und nun beschreibt das Polygon quasi die Form des Backgrounds. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz einfach mir eine Farbe raussuchen, die ich haben will, die mir gefällt. Ich nehme jetzt mal hier ein bläuliches Ding. Du kannst die Farbe geben, die du haben willst. Ach so, und wo wir gerade bei Farbe sind, denk dran, nicht so oft am Smashball lecken. Ja, die Super Smash Brothers Leute unter euch haben jetzt gelacht. Okay, gucken wir mal weiter. Okay, jetzt müssen wir das Ganze zum Wabern bringen. Und was bietet sich da an? Eine Displacement Node, also eine Verschiebungsnode, die aufgrund von einer Textur etwas verschiebt. Das kennst du vielleicht aus dem Broken Glass Video, was ich dir da oben verlinkt habe. Okay, wir suchen uns mit Shift Space eine Displacement Node raus und fügen die hier ein. Und wenn wir uns das jetzt angucken, die macht erstmal von Grund auf gar nichts, denn sie braucht eine Textur, um zu arbeiten, um zu errechnen, wie das Ganze verschoben werden soll. Und um das wabern zu lassen, suchen wir uns eine Fast Noise Texture raus. Fast Noise ist eine computergenerierte Textur, die man anhand ihrer Parameter ändern kann. Nehmen wir hier zum Beispiel mal die Scale runter und den Kontrast hoch. Schon siehst du, es verändert sich dahingehend. Und wenn ich jetzt hier die Refraction Strength erhöhe, dann siehst du, dann verzerrt sich das Ganze. Aber um das genau einstellen zu können, wie wir das haben wollen, müssen wir die beiden jetzt noch ein bisschen drehen. Zuallererst gehe ich hier in den Color Tab von der Fast Noise und hole mir hier als Farbe nur Rot rein mit einem vollen Alpha-Kanal. Und als zweite Farbe ziehe ich Rot und Blau runter. Jetzt muss ich nur noch in der Displacement Node von Radial auf XY umstellen. Und jetzt siehst du schon, der X-Channel, also die horizontale Bewegung, die wird durch den roten Kanal gesteuert und die vertikale Bewegung, also die Y-Richtung, wird
durch den grünen Kanal gesteuert. Okay, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, die Y-Verzerrung und die X-Verzerrung einzeln zu bestimmen. Und du siehst schon, da kannst du ganz unterschiedliche Effekte haben. Du kannst mit Scale und Detail spielen, um das Ganze für dich anzupassen, so wie du es haben willst. Okay, jetzt ist es noch wichtig, dem Ganzen ein bisschen mehr Leben zu geben. Denn wie du siehst, ist das Displacement immer sehr einheitlich und uniform. Und das ist das, was Energie nicht ist. Energie ist chaotisch, so wie ich manchmal. Naja, das, was du brauchst, ist dazu, einfach nur in die Fast Noise zu gehen und die Sieve Rate zu erhöhen. Und was die Sieve Rate macht, das kannst du schon sehen, es wabert dadurch, es bewegt sich. Und je höher dieser Wert ist, umso schneller bewegt sich das. Und damit haben wir schon mal etwas, was mehr oder weniger aussieht wie ein Blitz. Aber nur dieses eine Ding sieht noch nicht so gut aus. Lass uns das nochmal weiterbringen, indem wir ganz einfach noch eine zweite Instanz hinzugeben von Fast Noise und Displacement. Auf geht's! Okay, um die zweite Lage hinzuzufügen, brauchen wir nichts anderes jetzt als eine weitere Fast Noise, die sich um das Ganze herum bewegt. Wir suchen uns eine Fast Noise raus und geben der jetzt auch die Farbe, die wir haben wollen. Also gehen wir wieder in den Farbtab, geben den ein leichtes Cyanblau, irgendwie sowas. Und das zweite wird komplett durchsichtig. Dazu ziehe ich den Alpha-Kanal und alles andere nach unten. Und damit habe ich jetzt Alpha, also Transparenz, geschaffen. Und jetzt, damit das Ganze ein bisschen organisch aussieht, auf Discontinuous stellen und invertieren. Und schon haben wir sowas wie eine Wolkentextur, die ringsrum um unseren Energiestrahl sein kann. Okay, und wenn ich das jetzt allerdings mit den beiden vermenge, dann siehst du schon, wir haben nur die Textur. Das heißt, wir müssen die Textur begrenzen und das haben wir ja vorhin schon mit dem Polygon-Tool gemacht. Aber wenn ich jetzt das Ganze hier reinziehe, dann ist es ja auch nur so groß wie vorher. Das heißt, wir müssen das, was wir vorher gemacht haben, noch ein bisschen erweitern. Und das können wir mit einem Erode Dilate machen. Und dieses Erode Dilate fügen wir direkt nach dem Polygon-Tool ein und stellen hier oben das Ganze von Box auf Gaussian. Und wir geben hier hinten 0.05 ein. Das gibt meistens einen größeren Wert. Und du siehst jetzt, wenn ich mir hier links die Polyline anzeigen lasse und hier drüben das Erode Dilate, es hat das Ganze erweitert. Und so kann man automatisch gesehen seine Maske größer machen. Aber was wir hier jetzt natürlich auch noch machen können, ist die Sieve Rate einstellen. Okay, damit hätten wir das Wabern um den zweiten Energiekern abgedeckt. Jetzt geht es darum, das Ganze glaubwürdig rüberzubringen und mit dem Bild, was hinten ist, zu verschmelzen. Also den ganzen Effekt in dein Bild einzubetten. Einer der einfachsten Sachen, wie du solche Dinge einbetten kannst, ist, indem du guckst, okay, was machen die Teile, die ich mache hier, eigentlich physisch? Wie zum Beispiel dieser Blitz, der sollte eigentlich also auch Licht abwerfen. Und wir bräuchten noch irgendwie Hitzewallung, also das, was in der Luft so flirt, wenn man so einen heißen Sommertag hat. Und das gucken wir uns jetzt an. Das erste, was wir für die Einbettung machen können, ist erstmal den Blend Mode zu ändern, so dass es auch aussieht, als wäre das nicht nur ein Preset, was einfach draufgehauen ist. Dafür klicke ich mir hier meinen Merge an und gehe im Apply Mode auf Screen. Der nimmt quasi all das, was Schatten ist, raus und macht es so semi-transparent. Als nächstes könnte man die Helligkeit des Blitzes flackernd darstellen. Ich suche mir also einen Color Corrector und füge den hier hinten an. Jetzt kann ich mit dem Gain-Parameter die Helligkeit des Ganzen beeinflussen. Aber wir wollen uns dabei so wenig Arbeit wie möglich machen. Deswegen gucken wir uns einmal an, was ist denn das Maximum, wie hell es sein dürfte. Ungefähr hier Punkt 1.4. Na? Okay, das heißt, es darf maximal bis 1.4 gehen und bis 0.1. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen, mit Rechtsklick Modify with Shake. So, jetzt können wir den Shake einstellen, also inwieweit dieser Parameter sich randommäßig bewegt. Und wir haben gerade festgestellt, dass unser Minimum 1 sein soll und unser Maximum 1.4. So, und jetzt können wir einfach die Smoothness runterstellen. Und wenn wir das jetzt hier so auf rund 0.9 und so weiter nehmen, dann haben wir dieses Helligkeitsflackern, was von dem Blitz ausgeht, automatisch mit drinne. Cool, oder? Aber wir müssen noch etwas timen, damit der Blitz dann ja auch wieder weggeht, weil irgendwann ist er wieder weg. Das heißt, wir gehen jetzt an die Stelle kurz bevor der Blitz weg ist, klicken hier auf Keyframe und gehen dann dahin, wo der Blitz weg ist
und klicken hier bei Maximum auf 1. Und somit haben wir den Gain wieder da, wo wir ihn am Anfang hatten. Und das gleiche machen wir am Anfang. Wir gehen hier 1.4 und davor auf 1. Bam. Und schon haben wir das Flackern nur dann, wenn ich diesen Blitz aufmache. Als nächstes brauchen wir das Wabern, also die Hitzewallung des Blitzes. Und das können wir wieder ganz einfach machen mittels, na, wer weiß es, einem Displacement und einem Fast Noise. Und da wir das schon mal gemacht haben, können wir uns das hier drüben einfach kopieren. Fast Noise und Displacement kopiert. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir das hier drin. Okay, aber du siehst, er ist viel zu stark. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Displacement ein bisschen runterregeln. Und da Hitzewallungen ja eher flächiger sind, müssen wir hier auch die Scale runternehmen, sodass die Hitzewallung ein bisschen weniger ist. So, und jetzt sind die Hitzewallungen noch auf dem ganzen Feld, aber wir wollen sie ja direkt über unserem Blitz haben. Und genau das haben wir ja auch schon mal gemacht. Wir nehmen uns einfach noch ein Erode Dilate und gehen von dem Erode Dilate, was wir vorher hatten, in dieses Erode Dilate rein, gehen hier wieder auf Gaussian und erhöhen das Ganze und gehen damit hier rein. Okay, eine letzte Einbettung fehlt noch und das ist das 3D-Zeugs. Also, wenn dein Blitz hinter deiner Hand sein soll, darf der nicht im Bild vor deiner Hand sein. Das ist ein klares Giveaway, das hier einfach nur im Preset draufgeklatscht wurde. So, und wie du das machst, ist eigentlich ziemlich einfach. Du kannst einfach die Teile, die vor dem Blitz sind, mittels eines Polygons umfassen und dann einfach von dem Polygon in den blauen Input gehen. Du siehst, wenn ich jetzt hier mal meine Polyline-Nodes an- und ausmache, Blitz vorne, Blitz hinter der Hand, Blitz vorne, Blitz hinter der Hand. Und genau das gibt deinen Effekten diese dreidimensionale Wirkung. Wichtig ist, wenn du nur die Polylines ziehst, dann hier im Merge unter Settings Apply Mask Inverted anzuklicken. So, und jetzt möchte ich keinen von euch mehr darüber heulen hören, dass es keinen Saber in DaVinci Resolve gibt. Denn du kannst in DaVinci Resolve halt alles selbst kreieren. Du könntest auch daraus einen Laserschwerteffekt machen. Da habe ich dir schon mal ein Tutorial verlinkt. Oder du machst etwas vollkommen anderes, was du hier drüben siehst. Ich sehe dich beim nächsten Mal, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.